Ungarn, ein Land voller wunderschöner und spannender Plätze. Und Fradi ist eine Mannschaft voller kühner und tapferer Spieler. Ihnen stehen Tag für Tag neue Herausforderungen und Abenteuer bevor. Sowohl auf dem Spielplatz als auch in Ungarn. Egal, wo sie unterwegs sind. Wir wussten schon immer von Aisha, dass er ein Süßmaul ist und dass er wegen des Anstoßkreises alles mag, was rund und ballförmig ist. Es war keine Frage, dass er auch in einer für ihn ungewöhnlichen Situation seinen Mann stehen wird. Aber Aisha, du weißt ja, Sport vor Süßigkeiten Priorität hat. Also nur mäßig. Dibusch ist ein geborener Torhüter. Und dies ist nicht nur dann zu sehen, wenn er einen Schuss abfangen muss, sondern auch, wenn er was ganz anderes. Und da ich den Goldfisch, weil es ihn nicht gibt, nicht bitten kann, bitte ich halt dich, der Mannschaft auch künftig zu weiteren Goldmedaillen zu verhelfen. Man kann von Bodka gewiss nicht behaupten, dass er seine Gegner mit Glacé-Handschuhen anfasst. Aber er hat auch zahlreiche feine Lösungen. Wir pflegen nicht vergebens zu sagen, achten wir auch auf die kleinsten Details, denn dann können wir uns sicher sein, dass ein für uns genehmes Ergebnis entsteht. Henry und der Ball sind nicht zu trennen. Sie sind zusammen etwa so wie der Maler und sein Pinsel. Obwohl es sich jetzt von dir herausstellte, dass du auch als Maler nicht der Letzte bist. Aber ich freue mich am meisten, wenn wir uns aus deinen Fähigkeiten auf dem Spielplatz Nutzen ziehen können. Wenn du deine Schaffensfreude in der Form von Toren und Torverlagen erlebst. Ich bin stolz auf euch, meine Jungs. Weil ich weiß, dass ihr immer euer Bestes tut. Sowohl vor dem als auch nach dem Seitenwechsel. Aber in einem so wunderbaren Land wie Ungarn könnte es ja auch nicht anders sein. Auf geht's, weiter! Suche auch du neue Abenteuer und Erlebnisse.